Was geht ab, liebe Leute? Ich grüße euch. Was geht? Peace. Peace. Ich hab's schon im letzten Video mal gesagt. Narzissten wollen einfach nur deine Aufmerksamkeit. Narzissten sind süchtig nach Aufmerksamkeit. Für sie dreht sich alles um deine Aufmerksamkeit. Ja? Das musst du verstehen. Es ist so powerful, so mächtig, wenn du Narzissten keine Aufmerksamkeit mehr gibst. Du merkst es ja. Du machst No-Contact und auf einmal, die kommen, schreiben dir die ganze Zeit. Die ganze Aufmerksamkeit ist auf dich gerichtet. Es ist einfach so, weil die deine Energie, deine Aufmerksamkeit wollen. Denn alles ist Energie. Da, wo du deine Aufmerksamkeit hinrichtest, geht auch deine Energie hin. Und wenn du jetzt das cuttest, die Aufmerksamkeit zu diesen Menschen. Die Menschen können das spüren, diese Narzissten können das spüren, dass du absolut keine Aufmerksamkeit mehr denen gibst, egal in welcher Form. Du guckst nicht mehr auf Social Media, was bei denen abgeht, du interessierst dich kein bisschen mehr für sie, du hast mit denen komplett abgeschlossen. Die merken das, denn wie gesagt, alles ist Energie, da wo deine Aufmerksamkeit hingeht, geht auch deine Energie hin. Und wenn du denen keine Aufmerksamkeit mehr gibst, drehen die durch. Die wollen nur deine Aufmerksamkeit. Narzissten sind süchtig nach Aufmerksamkeit. Das ist ihre größte Droge. Du siehst sie überall auf Social Media und was weiß ich alles. Diese Insta-Bitches und sonst was. Egal ob männlich oder weiblich. Die ganze Zeit am Posten und Machen, aber nur Sinnloses. Nur um Aufmerksamkeit zu bekommen. Nicht, ich gebe hier was weiter, ich mache jetzt einen Content, der was bringt. Nein, die machen dann irgend so einen belanglosen Content, so irgendwie Bullshit halt einfach. Ja, verkaufen ihren Körper irgendwie oder posen die ganze Zeit da, was weiß ich. Ja, nur um Aufmerksamkeit zu bekommen. Nicht, um wirklich Menschen zu inspirieren, was weiterzugeben, was Gutes zu geben und sonst irgendwas, beispielsweise irgendwas weiterzugeben. Irgendwie Menschen zum Denken anregen oder irgendwas Gutes, irgendwas, was bringt, weil was willst du sonst auf Social Media zeigen? Kannst Menschen inspirieren, motivieren, kannst sie einen besseren Weg zeigen, kannst sie zum Denken anregen und sonst was, oder kannst sie komplett distracten, kannst sie komplett ablenken, kannst sie nur Bullshit zeigen, dass die auf dumme Ideen kommen und sowas und eine dumme Denkweise bekommen, ein dummes Mindset bekommen, kannst halt sowas machen. Und das machen oftmals genau diese Menschen, nur um Aufmerksamkeit zu bekommen. Man sieht es überall. Als Beispiel, ist einfach nur ein Beispiel. Aber generell auch, wie gesagt, Narzissten sind süchtig nach Aufmerksamkeit. Auch in Real Life laufen da rum und sowas, wollen dann auf der Arbeit ständig gelobt werden von, ja, guck mal, was ich hier gemacht habe, guck mal, was ich da gemacht habe. So, dein Vater, genau dasselbe, will auch direkt die ganze Zeit gelobt werden, weil er die ganze Zeit diese Aufmerksamkeit auch braucht und sowas. So, die sind wie so kleine Kinder. Narzissten sind schlimmer als ein kleines Kind, das da rumläuft und die ganze Zeit Liebe braucht. Ich meine, bei Kindern ist ja normal, die brauchen Liebe und sowas. Und, hey, guck mal, Mama, ich hab dir Bild gemalt, ich mach dies, ich mach. Ist ein Kind, sagt man, ist normal, ja. Kommt zu den Eltern und zeigt den Eltern so, hey, guck mal hier, ich hab das und das gemacht und sowas. Gehen die Eltern hin, loben das Kind und sowas. Normal. Aber irgendwann sollte das ja auch mal abgehakt sein, so, wenn du aus dem Kindalter raus bist. Die Narzissten sind aber so geblieben. Die wollen immer gelobt werden. Die denken, die sind so perfekt. Die brauchen die ganze Zeit diesen Lob und sowas. Und damit diese Denkweise auch aufrecht bleibt. So, ich bin perfekt, ich bin so makellos, so fehlerfrei. Deswegen brauchen die den Lob von anderen. Die kriegen das nur von anderen, dieses Glücksgefühl, dieses Sicherheitsgefühl, dieses Füllegefühl, das kriegen die nur von anderen Menschen, nur durch euch. Das kriegen die nur durch uns. Kriegen die dieses Bestätigungsgefühl, dass die richtig sind, dass die gut sind und sowas. Nur von anderen kriegen die das. Die können sich das nicht selbst geben und deswegen brauchen die dich mehr, als du die brauchst. Wir brauchen Narzissten nicht. Hand aufs Herz, was haben die uns zu bieten? Was können die uns bieten? Außer, dass die uns hängen lassen, dass die uns fertig machen, dass die uns schaden, dass die uns ausnutzen. Was haben die uns zu bieten? Wenn du das dann geblickt hast und gibst denen deswegen keine Aufmerksamkeit mehr, weil du merkst so, die können mir nichts bieten.
Wenn du das gecheckt hast, drehen die durch. Wenn die keine Aufmerksamkeit mehr von dir bekommen, weil du musst vorstellen, das sind wie so Vampire. Die brauchen dieses Blut, ja. Und wenn die kein Blut mehr bekommen, dann sterben die ja. Deswegen sind die angewiesen auf andere Menschen, auf ihr Blut. Krass gesagt. Und das ist deine Aufmerksamkeit. Wenn du denen das nicht mehr gibst, sterben die. Suchen dann lauter andere Opfer, drehen richtig durch. Du kannst es sehen, wie die dann durchdrehen. Wie du von beispielsweise, du warst mit so einer zusammen und die springt jetzt von Typ zu Typ die ganze Zeit da rum und dreht komplett durch und sonst was, weil sie keine Aufmerksamkeit mehr von ihm bekommt. Mit einem Typ genau dasselbe. Ja, Facetten sind da, die Dings sind da, die Verhaltensmuster sind da relativ ähnlich. Ich würde nicht sagen gleich, aber relativ ähnlich. Ist crazy, diese Menschen sind wahnsinnig. Du kannst das so klar sehen, wenn du denen keine Aufmerksamkeit mehr gibst, oder wenn die generell keine Aufmerksamkeit mehr bekommen, drehen durch. Wenn du solche in der Familie hast, wie gesagt, wie ich eben gesagt habe, dein Vater, der die ganze Zeit Lob und sowas braucht und Aufmerksamkeit braucht und sowas, und das dem nicht mehr gibst oder er das einfach nicht mehr bekommt, du hast jetzt dein eigenes Leben. Narzissten sind ja sogar eifersüchtig auf ihre eigenen Kinder, wenn die ihr eigenes Leben dann führen. Weil die kriegen ja dann auch keine Aufmerksamkeit mehr, kein Lob mehr, weil die ja weniger da sind. Dann müssen sie ja ihre Kinder loben, ihnen ja Aufmerksamkeit geben, weil sie sich ja jetzt am Aufbauen sind und werden ja auch älter und die machen jetzt auch wichtige Dinge. Und dann müsstest du auch mal stolz auf deine Kinder sein, normalerweise, wenn du ein normaler Mensch bist. Die sind aber nicht so. Die sind aber nicht so. Die sind nicht stolz dann auf dich. Die sind neidisch auf dich. Nein, dich auf dich, unterstützen dich nicht, lassen dich komplett da im Stich und sowas. Was Narzissten halt nun mal so tun. Sind neidisch auf dich. Weil sie jetzt denken, ah, wie kannst du jetzt mir keine Aufmerksamkeit mehr geben? Wie kannst du jetzt dein eigenes Leben leben? Und sowas. Und unterdrücken dich vielleicht dann deswegen oder sonst was, machen dich fertig. So machen dir das Leben zur Hölle, versuchen dich die ganze Zeit abzulenken, versuchen dich aufzuhalten. Das machen die dann. Sobald du denen keine Aufmerksamkeit mehr gibst. Und ich sag nicht mal, wir machen das jetzt mit einem bösen Willen. Oh, ich gebe dem jetzt keine Aufmerksamkeit mehr. Manchmal ist es einfach nur, du lebst dein eigenes Leben. Und auf einmal kommt das wahre Gesicht von denen raus. Aber sei stolz drauf. Sei glücklich, dass das passiert. Dann siehst du nämlich, wer wirklich auf deiner Seite ist und wer es nicht ist. Wer wirklich mit dir ist und wer gegen dich ist. Weil Menschen, wenn du denen deine Freunde auf einmal, deine Familienmitglieder oder generell irgendwie Arbeitskollegen, und du ziehst jetzt dein Ding mehr durch und auf einmal sind die jetzt deswegen böse auf dich, die waren noch nie eure wahren Freunde. Die waren noch nie wirklich auf eurer Seite. Die waren schon immer gegen euch. Das müsst ihr euch merken bei diesen Menschen, wenn die direkt beleidigt sind, wenn die direkt eingeschnappt sind, wenn die direkt dann gegen euch schießen, nur weil die jetzt keine Aufmerksamkeit mehr von euch bekommen, müsst ihr euch sicher sein, die waren von Tag 1 nie wirklich auf meiner Seite. Das muss dir klar sein, die waren seit dem ersten Tag schon nicht auf deiner Seite. Waren schon immer neidisch oder sonst irgendwas. Oder verfeindet, insgeheim verfeindet mit dir, in Konkurrenz mit dir, was auch immer. So sind diese Menschen. Deswegen sei froh, wenn sie sich selbst exposen, wenn sie sich selbst zeigen, so, wenn ihr das wahre Gesicht von denen seht. Sei froh drum. Sei froh drum. Ist das Beste, das dir passieren kann. Weißt du, okay, diese Person kann ich jetzt auch gehen lassen. Ist auch nur eine weitere falsche Person. Brauche ich nicht. Weg damit. Deswegen, weil die sind so, sobald Menschen auf einmal komisch werden, nur weil du jetzt mehr dein Ding machst, weißt du Bescheid. Sobald die komisch werden, weißt Bescheid ab jetzt. Deswegen, ich hoffe, das Video hat euch viel gebracht. Wir sehen uns wie immer in den nächsten Videos. Deswegen schaltet wieder ein, wenn ich neue Videos hochlade auf jeden Fall. Und für persönliche Coachings könnt ihr mich gerne kontaktieren auf jeden Fall. Schaut mal in die Videobeschreibung oder in die Kanalbeschreibung. Dort sind alle Links, wo und wie ihr mich kontaktieren könnt. Ihr könnt direkt ein Coaching von der Webseite von der Soul Channel direkt buchen oder ihr kontaktiert mich persönlich auf Social Media oder auf anderen Wegen, die natürlich da auch verlinkt sind. Deswegen findet euren Weg und dann machen wir das Coaching auf jeden Fall. In diesem Sinne, ich wünsche euch nur das Beste auf eurem Weg. Lasst euch nicht aufhalten, lasst euch nicht ablenken und lasst euch nicht abfangen. Zieht durch. Peace. Sayonara.